Viele Investoren träumen vom monatlichen passiven Einkommen und die meisten verwirklichen sich diesen Traum, indem sie einfach in Dividendenaktien oder Dividenden-ETFs investieren. Und daher werde ich dir heute die 6 besten Dividenden-ETFs einmal kurz vorstellen. Dabei werde ich dieses Video so praktisch wie möglich halten, damit du auch selbst jederzeit recherchieren kannst und jederzeit auch ein eigenes Portfolio aufbauen kannst, falls du dich für dieses Thema interessierst. Das heißt, wir gehen hier auf die wichtigsten Kennzahlen einmal ein, die du immer im Überblick behalten solltest. Ich werde dir aber auch auf jeden Fall ein praktisches Beispiel zeigen, wie so ein Depot wirklich aussehen kann und was für eine Rendite bzw. wie viel monatliches Einkommen du damit auch wirklich generieren kannst. Doch bevor wir uns die einzelnen ETFs einmal anschauen, müssen wir natürlich die Frage erstmal klären, warum überhaupt Dividenden-ETFs und nicht Dividendenaktien? Und vor allem, wenn man jetzt ein Anfänger ist, lässt sich das Ganze sehr, sehr einfach erklären. Denn bei einem ETF, der sich immer an einem Index orientiert, sind mehrere einzelne Aktien drin. Das heißt, ein ETF beinhaltet immer mehrere einzelne Positionen, hat dementsprechend automatisch eine hohe Diversifikation und ist auch vom Risiko her deutlich geringer als eine einzelne Aktie. Wenn wir jetzt hier ein Beispiel nehmen, wie zum Beispiel die Ölunternehmen während der Pandemie, wo die Ölpreise ja wirklich in den Keller gefallen sind, dann muss man natürlich ganz klar sagen, man hat hier an der Stelle, falls man jetzt zum Beispiel nur in ein einziges Ölunternehmen investiert hat, zum einen erstmal ein hohes Ausfallrisiko im Vergleich zu einem ETF, dass das Unternehmen zum Beispiel pleite geht. Und zum Zweiten hat man natürlich logischerweise auch ein Dividendenrisiko, denn die Dividendenrendite kann jederzeit vom Unternehmen gesenkt werden bzw. auch komplett gestrichen werden, falls das Jahr schlecht läuft. Bei einem ETF, der zum Beispiel mehrere Positionen, mehrere Unternehmen enthält, ist das Ganze natürlich viel besser, weil man dort einfach das Risiko streut. Das heißt, erstens schwankt dort die Dividendenrendite nicht so stark und zum Zweiten hat man natürlich nicht dieses extreme Ausfallrisiko. So, nachdem wir das geklärt haben, gehen wir jetzt auf die einzelnen ETFs ein. Dabei werde ich dir Schritt für Schritt erklären, auf welche Kennzahlen ich hier achte, was meiner Meinung nach auch sehr, sehr wichtig ist. Und zum Schluss werde ich dir auch einen Mix zeigen aus diesen, wie du selbst zum Beispiel so ein Dividenden-ETF-Portfolio aufbauen kannst und wie viel Geld das Ganze abwerfen könnte. Damit kommen wir auch schon zum allerersten ETF und das ist der Spider S&P US Dividend Aristocrats ETF. Ich schaue mir übrigens meine ETFs immer auf der Seite justetf.com an, werde ich dir auch unten in der Beschreibung verlinken. Die ist kostenlos, du kannst aber natürlich auch jede andere Seite nutzen. Der allererste Punkt, der aber für mich tatsächlich hier bei den ETFs immer sehr, sehr wichtig ist und den ich immer angucke, ist hier die Vorgröße. Hier haben wir eine vernünftige Vorgröße von ungefähr 4,6 Milliarden. Und ich muss ganz klar sagen, die Vorgröße ist für mich tatsächlich immer entscheidend. Ich würde jetzt in keinen Fonds oder keinen ETF investieren, der sehr, sehr klein ist. Hier kannst du dir zum Beispiel als Richtlinie einmal 500 Millionen und als absolute Grenze vielleicht 300 Millionen nehmen. Denn solltest du in sehr, sehr kleine ETFs investieren, hast du gewisse Risiken. Zum einen hast du das Risiko, wenn dein ETF zu klein ist, dann könnte es sein, dass dieser irgendwann aufgelöst wird. Sollte es ein ungünstiger Zeitpunkt sein, weil der Markt gerade gecrashed ist, dann sitzt du halt eben in der Patsche. Und zum anderen hast du das Risiko, dass dein ETF aufgrund seiner Größe, weil er zu klein wird, vielleicht mit einem anderen ETF irgendwann fusionieren muss. Und normalerweise entscheidet man sich ja aktiv für einen bestimmten ETF und vielleicht hast du dich sogar aktiv gegen diesen anderen ETF entschieden. Es wäre einfach ungünstig, wenn diese beiden dann eben fusionieren müssen. Das Ganze kannst du umgehen, indem du einfach auf die Vorgröße achtest. Und der zweite wichtige Punkt, abgesehen von der Vorgröße, sind die Kosten. Hier hast du immer einmal die Gesamtkosten im Jahr ausgewiesen, nennt man auch Total Expense Ratio. Hier haben wir ungefähre Kosten von 0,35% bei diesem ETF. Ich habe persönlich so als Grenze ungefähr 0,5% im Jahr als Kosten, das ist so meine Grenze, wobei ich sagen muss, alles was darüber hinausgeht, wäre auch in Ordnung, aber das Ganze muss begründet sein, wenn das zum Beispiel so ein spezieller Nischen-ETF ist oder bei einem Dividenden-ETF, wo dann die Rendite extrem hoch ist, dann könnte man das Ganze dann auch irgendwie argumentieren. Was logischerweise sehr, sehr wichtig ist, wenn wir uns ein Dividenden-ETF-Portfolio aufbauen, ist, dass wir hier einmal ausschüttend drin stehen haben und nicht thesaurierend. Und ich werde auch am Ende des Videos einmal kurz anschneiden, wo hier die Vor- und Nachteile sind. Auf jeden Fall, wenn du hier einmal ausschüttend hast, bedeutet das logischerweise für dich, dass du halt eben auch eine Dividende bekommst. Wir werden auch gleich einmal darauf eingehen, wie das Ganze aussieht mit der Dividende, also wann man die dann bekommt. Unterscheidet sich auch von ETF zu ETF. Was aber auch unter anderem sehr, sehr wichtig ist, ist für dein Risiko, für deine Diversifikation, die Positionen in deinem ETF. Das heißt, du kannst dir hier immer einmal anschauen, wie viele Positionen dein ETF insgesamt hat und dann kannst du dir auch anschauen, wie die Gewichtung der 10 größten Positionen aussieht. Hier haben wir ungefähr eine Gewichtung von 18,6% und hier sind dann auch die größten Positionen einmal aufgeführt, wo du dann eben sehen kannst, okay, welche Unternehmen sind denn tatsächlich hier drin.
Ansonsten, klar, es ist ein S&P US ETF, dementsprechend wundert es einen jetzt nicht, dass hier hauptsächlich USA drin ist, aber hier auch eben die Möglichkeit zu sehen, in welchen Ländern ist denn dein ETF vertreten und kannst das Ganze auch über die verschiedenen Länder dann eben diversifizieren. Zusätzlich, was ich ganz cool finde, sind auch die einzelnen Sektoren. Das heißt, hier kannst du auch wirklich darauf achten, dass dein ETF zum Beispiel nicht zu 90% in Finanzdienstleistungen vertreten ist, außer du hast extra diesen ETF dafür gekauft, so ein Nischen-ETF, und kannst das Ganze natürlich auch sehr, sehr stark über diese Sektoren, Länder und die einzelnen Aktien dann eben diversifizieren. Bedeutet natürlich auch für dich, du kannst hier immer auf die Aktien achten, auf die größten Positionen und das halt eben mit deinen anderen ETFs, wenn du in mehrere ETFs investierst, so vergleichen, dass deine größten Positionen sich am besten nicht überschneiden, wenn du diversifizieren möchtest. Abgesehen davon hast du hier auch immer die Möglichkeit, einmal den Verkaufsprospekt, das Factsheet und den Jahresbericht aufzumachen, falls du dich wirklich dafür interessierst, in welchen Unternehmen dieser ETF denn eben vertreten ist. Das heißt, du willst jetzt nicht nur die 10 größten Positionen, sondern wirklich alles dir einmal ganz genau anschauen, dann könntest du hier das Ganze dir auch einmal dann eben angucken. Was auf jeden Fall für dein Dividenden-ETF-Portfolio dann wichtig ist, ist natürlich die aktuelle Ausschüttungsrendite. Die liegt jetzt bei diesem Dividenden-ETF bei ungefähr 2,19%. Das heißt, das ist jetzt das, was du aktuell bekommen würdest. Und du siehst ja auch die Ausschüttungen der letzten 12 Monate, die liegen bei 1,41 €. So kannst du dir zum Beispiel auch ein Dividendenportfolio aufbauen. Wie gesagt, wir werden das Ganze uns praktisch einmal nochmal ganz kurz anschauen und könntest dir hier eine vernünftige Rendite dann eben zusammenstellen mit einem vernünftigen Risiko und kannst dir hier auch ganz genau anschauen, okay, wie viel Dividende wurde dann in welchem Monat zum Beispiel ausgeschüttet. Und hier sehen wir, dass zum Beispiel hier quartalsmäßig immer die Dividende bei diesem ETF ausgeschüttet wird im März, im Juni, September und Dezember. Das war jetzt der erste ETF, extra etwas ausführlicher, damit du ganz genau weißt, auf welche Kennzahlen du hier auch wirklich achten solltest. In den nächsten ETFs werden wir es um einiges schlanker halten, weil es ja wirklich nur darum geht, dass du die ETFs einmal gesehen hast und dann kannst du dir auch in Ruhe die einzelnen Kennzahlen auch mal anschauen, falls du wirklich dir so einen Mix aus diesen bauen möchtest. Ich werde dir jetzt aber einmal ganz kurz eine Tabelle einblenden, damit du auch so ein Gespür bekommst für eine Dividendenrendite. Wie viel musst du denn überhaupt investieren, um einen bestimmten Betrag monatlich da rauszubekommen? Und in dieser Tabelle siehst du auch Nettobeträge, das heißt, hier sind wirklich die Steuern schon abgezogen. Und als Beispiel, wenn du jetzt 20.000 Euro zur Verfügung hast und du investierst das Ganze sofort in so ein Dividenden-ETF-Portfolio, du hast dann ungefähr eine Rendite von 3 bis 3,5%, dann hättest du die Möglichkeit, netto im Monat ungefähr 41 Euro zu verdienen. Das heißt für dich, um ein vernünftiges monatliches Nettoeinkommen zu generieren mit seinen Dividenden, egal ob mit einzelnen Aktien oder mit ETFs, musst du einen ganz bestimmten Betrag schon investiert haben, also normalerweise auch schon wirklich eine ordentliche Summe, damit da auch irgendwie eine vernünftige Summe monatlich bei zustande kommt. Und jetzt kommen wir zu den anderen ETFs. Dann kommen wir hier jetzt zu dem zweiten ETF und das ist hier der iShares Stocks Global Select Dividend 100. Der hat auch eine vernünftige Fondsgröße von ungefähr 2 Milliarden, Gesamtkosten von ungefähr 0,46% pro Jahr. Und wenn wir uns einmal anschauen, wie der diversifiziert ist, dann sehen wir hier logischerweise wieder, die 10 größten Positionen machen ungefähr 20% aus, insgesamt 100 Positionen. Und wir sehen aber, dass hier ein kleiner Unterschied ist zu dem anderen ETF, dass wir hier viele verschiedene Länder haben. Das heißt, wir haben jetzt nicht 95% USA, sondern über die Länder ist das Ganze diversifiziert. Und wir haben hier auch ganz andere Branchen, unter anderem, die tatsächlich vertreten sind. Man muss an der Stelle sagen, dass der Aristocrat ETF ein sehr, sehr starker ETF ist. Das heißt, da hat man sehr, sehr wenig Risiko. Dort sind Unternehmen vertreten, die schon seit sehr, sehr vielen Jahren die Rendite genauso wiedergeben, das heißt Dividende ausschütten, ohne dass da irgendwas passiert. Das ist jetzt zum Beispiel bei den anderen ETFs nicht so. Das heißt, nicht wundern, wenn wir jetzt hier zum Beispiel eine aktuelle Ausschüttungsrendite von 5% sehen, ist natürlich deutlich höher. Man muss aber an der Stelle sagen, je höher die Rendite normalerweise, desto höher auch dementsprechend das Risiko. Das ist nicht immer so, aber als Pauschalregel, als Anfänger kann man sich das Ganze zumindest so im Kopf beibehalten. Trotzdem ist das Ganze hier so sehr, sehr schön diversifiziert. Man hat hier eine vernünftige Ausschüttungsrendite. Und wenn wir uns das einmal anschauen, wann die Rendite ausgeschüttet wird, dann ist hier natürlich ganz schön, dass man hier zum Beispiel in den anderen Monaten die Ausschüttung hat als in dem ersten ETF. Das heißt, man hat dann auch wirklich so ein monatliches Einkommen und nicht erst alle 3 Monate dann halt eine einzige Summe. Und so hat man eben die Möglichkeit, sich ETFs zusammenzubauen zu einem einzigen Portfolio, dass man zum Beispiel in einen ETF hat, der im Januar ausschüttet, den anderen ETF im Februar
Februar ausschüttet und den letzten ETF, der im März ausschüttet und so halt zum Beispiel die ganzen Monate dann eben vertreten sind von den einzelnen ETFs und am Ende des Tages hat man halt jeden Monat eine Ausschüttung und nicht nur im März, Juni, September und Dezember und macht es halt um einiges einfacher dann eben monatlich zu planen, wenn man wirklich von diesen Kapitalerträgen plant zu leben. Und damit kommen wir zum dritten ETF und der dritte ETF ist der iShares Asia Pacific Dividend ETF, der hat eine viel kleinere Fondsgröße, das heißt hier sind wir wirklich in so einem meiner Meinung nach etwas kritischeren Bereich, 343 Millionen, haben hier Gesamtkosten von 0,59%, das heißt der ist auch tatsächlich etwas teurer. Wenn wir uns das Ganze einmal anschauen, dann sehen wir auch, dass dieser nicht so stark diversifiziert ist. Das heißt, hier haben wir ungefähr 49 Positionen. Die 10 größten Positionen machen auch ungefähr 32% aus. Wir sehen, dass dieser schon doch eher sehr, sehr stark in Asien vertreten ist. Also auch so ein Nischen-ETF, wie ich es vorher mal gesagt habe. Und wenn wir uns einmal die Rendite hier einmal anschauen, dann sehen wir, dass die Rendite bei 6,69% ist. Und hier sind wir genau in diesem Beispiel. Auch wenn die Kosten doch etwas höher sind, haben wir hier ein Nischen-ETF mit einer sehr, sehr hohen Rendite. Dementsprechend würde das Ganze das wieder aufwiegen. Und hier haben wir auch zum Beispiel ganz andere Ausschüttungen als in den anderen ETFs. Hier haben wir 2 Monate, also 2-mal wird das Ganze hier immer ausgeschüttet in einem Quartal. Das heißt, wir haben hier sowohl im Februar als auch im März eine Ausschüttung, im Mai und im Juni und so weiter und so fort. Damit kommen wir auch schon zum vierten ETF und das ist einer der beliebtesten Dividenden-ETFs überhaupt und zwar der FTSE All World High Dividend Yield ETF. Den kaufen tatsächlich sehr, sehr viele Investoren, auch viele YouTuber sind dort investiert. Der hat eine super Fondsgröße von ungefähr 3 Milliarden, super Kosten von ungefähr 0,29% im Jahr, was extrem gut ist für diesen Fonds. Das werde ich euch jetzt auch im Einzelnen zeigen. Wir haben hier eine Diversifikation von 1148 Unternehmen. Das ist wirklich sehr, sehr stark. Wenn ihr euch die Namen hier einmal anschaut, Johnson & Johnson, Exxon, JP Morgan, das sind alles extrem bekannte Unternehmen. Also das ist kein ETF, wo man sich irgendwie Sorgen machen müsste, dass dort wirklich nur Schrott drin ist, sondern das ist wirklich hier High Class, so kann man das ausdrücken. Wenn man sich das Ganze anschaut, dann sieht man, dass hier auch tatsächlich ganz andere Länder zum Teil auch vertreten sind, aber auch sehr, sehr stark die USA aufgrund der Unternehmen. Ansonsten auf die Sektoren ist das Ganze auch sehr, sehr gut vertreten. Hier hat man auch zum Beispiel Gesundheitswesen mit drin, die Basiskonsumgüter mit drin. Und das Geile an diesem ETF, wenn wir uns hier einmal die Ausschüttungsrendite anschauen, dann hat dieser trotzdem eine Ausschüttungsrendite von 3,72%, obwohl man sagen muss, dass dort wirklich sehr, sehr starke Unternehmen sind und das Risiko vergleichsweise doch echt überschaubar. Dann kommen wir damit auch schon zum fünften ETF und das ist der iShares Emerging Markets Dividend ETF. Der ist tatsächlich von der Fondsgröße wieder etwas kleiner, 450 Millionen ungefähr. Gesamtkosten auch etwas teurer, 0,65% pro Jahr kostet das Ganze. Und wenn wir uns hier die Positionen einmal anschauen, dann sehen wir 91 Gesamtpositionen und hier sind die Unternehmen dann doch für den einen oder anderen vielleicht nicht so bekannt, wenn man sich das Ganze einmal anschaut. Das gehört auch zur Diversifikation dazu, dass man natürlich nicht nur die Big Player hat, die dann, weil wenn die dann umfallen, dann fallen die halt bei allen um, sondern halt auch ein paar kleinere Unternehmen, die vielleicht dem einen oder anderen nichts sagen. Und hier sind dann halt auch wirklich die Emerging Markets, also die Entwicklungsländer unter anderem auch stark vertreten, wie zum Beispiel auch hier Brasilien oder auch Taiwan. Das heißt, hier sind dann auch ein paar Länder mit drin vertreten, die man jetzt nicht in dem einen oder anderen ETF mit dabei hat. Hier kann man sich wieder die Sektoren anschauen und was ganz spannend ist natürlich für den Dividendeninvestor, ist hier die aktuelle Ausschüttungsrendite und die liegt bei sagenhaften 9%, was natürlich schon wirklich extrem ist. An der Stelle muss man aber auch sagen, wie gesagt, Emerging Markets, das heißt, das Risiko ist hier dann deutlich höher als bei dem einen oder anderen ETF, der jetzt nur in den USA vertreten ist. Was hier aber ganz cool ist, ist einmal die Ausschüttung. Das heißt, wenn wir uns die Ausschüttung hier mal anschauen, dann sehen wir, dass das Ganze hier alle 3 Monate nacheinander ausgeschüttet wird. Zum Beispiel Januar, Februar, März. Dann haben wir erstmal 1 Monat Pause. Dann haben wir Mai, Juni 1 Monat Pause. August, September 1 Monat Pause und so weiter und so fort. Das macht das Ganze natürlich sehr, sehr cool, weil man hier ein bisschen besser kalkulieren kann von der Ausschüttung her. Bevor wir jetzt wirklich zu diesem Beispiel kommen, wo ich euch zeige, wie man sich das Ganze einmal mixen kann, schauen wir uns hier den letzten ETF an, den 6. ETF. Das ist einmal der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ETF. Auch eine sehr, sehr kleine Fondsgröße von 300 Millionen, dafür aber auch geringe Kosten von ungefähr 0,38%. Wenn wir uns hier einmal anschauen, wie viele Positionen der hat 100 Positionen. Hier zum Beispiel an erster Stelle auch wieder Exxon, extrem bekanntes
Unternehmen, aber auch ein paar nicht so bekannte Unternehmen mit dabei. Auch sehr, sehr gesund verteilt über die verschiedenen Länder, zum Beispiel auch EU, also Frankreich, Deutschland mit dabei, sehr interessant. Ganz viele verschiedene Sektoren und das Wichtigste für den Dividendeninvestor, auch eine sehr, sehr vernünftige Ausschüttungsrendite. Und wenn wir uns dann einmal anschauen, wie dieser die Dividende ausschüttet, dann ist das auch vierteljährlich wie bei den meisten anderen. Damit du auch wirklich so ein Beispiel hast, woran du dich orientieren kannst, falls du dir selber so ein Portfolio aus Dividenden-ETFs zusammenbauen möchtest, habe ich etwas vorbereitet. Wenn wir uns das Ganze hier einmal anschauen, dann hast du hier die WKNs, damit du es auch bei JustETF so nachschauen kannst. Du siehst hier einmal die Positionen, also die einzelnen Positionen, wie viele es insgesamt sind im ETF. Das heißt, zwei haben hier auch nicht so viele Positionen, die dort vertreten sind und ein ETF hat sehr, sehr viele Positionen. Das heißt, die Diversifikation ist hier sehr, sehr groß. Du hast hier zwei ETFs, die von der Vorgröße sehr sicher sind, weil die sehr, sehr groß sind und einen kleinen ETF. Dann hast du hier einmal auch sehr geringe Kosten bei diesen zwei größeren ETFs und einmal einen ETF, der etwas mehr kostet. Und dann hast du hier auch eine Ausschüttungsrendite, da wo du sagen kannst, okay, das ist dann doch etwas sicherer von der Ausschüttungsrendite. Das ist der Aristocrats ETF, das heißt, hier wird die Rendite nicht so stark schwanken. Dann hast du den All World High Dividend Yield ETF, das ist der hier, der mittlere. Dementsprechend sind hier auch sehr, sehr viele Positionen. Das ist so eine mittlere Rendite, die du hier hast. Und einmal den Emerging Markets ETF, das ist hier der letzte. Hier ist die Rendite extrem hoch, aber auch dementsprechend das Risiko etwas höher. So bekommst du aber zum Beispiel ein sehr, sehr gesundes Portfolio, einen sehr, sehr guten Mix, wo du am Ende des Tages eine Ausschüttungsrendite hast, zum Beispiel von ungefähr 5% und eine Total Expense Ratio, also die Gesamtkosten, die du im Jahr dann eben hast für diese ETFs von 0,43% und somit immer noch unter dieser Grenze von 0,5%, die ich persönlich für mich zum Beispiel gesetzt habe. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Kapital von 100.000 Euro hast, was du dann dort rein investierst und zwar gleichermaßen, hast du dann halt eben diese Rendite von 5%, dann kriegst du auch daraus einen Ertrag von ungefähr 5.000 Euro im Jahr, hast dann logischerweise die Kosten von 0,43% im Jahr. Das sind dann netto gesehen 430 Euro, hast dann natürlich auch Steuern, die du dann zu zahlen hast, also die Kapitalertragssteuer. Und wenn du das alles abziehst, das heißt die Kosten und die Steuern, dann kommst du netto auf einen Betrag von ungefähr 3.400 Euro. Monatlich würde das für dich ungefähr netto 280 Euro bedeuten mit diesem Portfolio. Wie gesagt, das Ganze kannst du dir so zusammenbasteln, wie du es für richtig hältst. Jedes Portfolio ist individuell zu sehen, das heißt jeder muss es für sich selber anpassen, an die eigenen Renditeerwartungen und auch an die eigenen Risiken. Ich hatte dir ja gesagt, ich werde auch ganz kurz das Thema anschneiden, wo sind denn die Vor- oder Nachteile von einem Dividenden-ETF im Vergleich zu einem thesaurierenden ETF, weil man ja doch sich irgendwie entscheiden muss. Ganz klar, an erster Stelle hat man hier natürlich einen emotionalen Wert bei den Dividenden-ETFs, weil man ja auch wirklich monatlich oder vierteljährlich Geld bekommt. Das heißt, man sieht wirklich das Geld und sieht, dass da irgendwas passiert. Bei einem thesaurierenden ETF ist es so, dass dieser immer wieder in sich selber reinvestiert. Das heißt, da kriegt man nicht wirklich etwas mit, was natürlich bei einem schwierigen Markt, wo dann zum Beispiel so ein Crash passiert, dann einem auch etwas schwieriger das Ganze macht, dann den ETF irgendwie beizubehalten oder weiter zu investieren, weil man ja eigentlich nur sieht, dass man im Minus ist, während man mit einem Dividenden-ETF oder mit einem Dividendenportfolio weiterhin schön vierteljährlich oder monatlich halt eben Geld verdient. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Vorteil im Vergleich zu einem thesaurierenden ETF. Man hat aber auch einen ganz krassen Nachteil bei einem Dividenden-ETF, denn im Endeffekt ist es so, dass man hier Steuernachteil hat, weil man das Ganze ja immer wieder versteuern muss. Am Ende des Tages wird man dann halt von den Erträgen das Ganze nicht zinsmäßig weiter verstärken können. Das ist bei einem thesaurierenden ETF natürlich ganz anders. Dieser reinvestiert in sich selber und ohne diese Beträge zu versteuern. Das heißt, es ist auch wirklich vom Wachstum her etwas exponentieller zu sehen als ein Dividenden-ETF, der dir das Ganze die ganze Zeit, also die Erträge die ganze Zeit ausschüttet. Diese werden schon versteuert und du müsstest diese dann halt eben reinvestieren. Dann ist der Effekt dieses Wachstums natürlich im Kurs nicht so stark. Man muss aber ganz klar sagen, an dieser Stelle, das sollte nicht die Taktik sein, wenn man ein Dividendenportfolio sich aufbaut. Hier sollte definitiv die Taktik sein, halt monatliches Einkommen zu generieren. Auf jeden Fall waren das jetzt meine 6 besten Dividenden-ETFs. Du kannst mir gerne unten in die Kommentare reinschreiben, ob du auch andere ETFs kennst, die du vielleicht noch besser findest, wie du das Video gefunden hast, ob es dir gefallen hat oder nicht gefallen hat. Falls es dir geholfen und gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, diesen Kanal abonnieren mit Glocke und wir sehen uns im nächsten Video.